Hi Leute, ich bin Mailand und willkommen zurück zur Propellermütze. In diesem Video gibt es die Highlights zum Char MLE 75, einem Tier 9 französischen leichten Panzer mit einem sehr speziellen Autoloader-Magazin. Ich habe das Fahrzeug jetzt gedreimarkt und da der Panzer so speziell ist, hatte ich eine Menge besonders schlechter Runden, aber auch eine Menge besonders guter Runden. In diesem Video habe ich euch die guten Runden ausgesucht, bei denen man schön sieht, wie der Panzer, wenn er richtig gespielt wird, gut eingesetzt wird und vor allem Gegner diesen einfach ignorieren bzw. ihn nicht für voll nehmen, wie er Gefechte entscheiden und drehen kann. In diesen Matches wird auch besonders viel Teamplay zu sehen sein und ich sehe euch schon in die Kommentare tippen, ja, gefakte Staged Matches, so ist das noch nicht. Ja, das sind natürlich Ausnahmerunden, die hier präsentiert werden. Ich möchte euch aber gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Ich wünsche euch noch ein entspanntes Wochenende und habt viel Spaß bei dem Video. Ich mache euch hier alles auf, meine Lieben. Bam. Get him. Get him, boys. Get him. Nee, wollte er nicht. Nee, kann ich. Also, Spaß. Oh. Ach, klar, die hat noch eine halbe Ewigkeit. Schön, mein Assist. Ja, zur Hälfte. Ich glaube, insgesamt gar nicht so verkehrt für diesen Tank, oder? Ich meine, im Begegnungsgefecht ist die Stadt da meist ziemlich chaotisch. Deswegen gute Posi holen, warten und dann like a bee, ne? Sting like a bee. Zustechen im richtigen Moment. Ich chill mich mal hier so hinter das Haus. Guck mal, was passiert. Nuschen Frontu. Nee, doch, das ist doch Nuschen. Also irgendwas mit Front. Du an unsere Front? Naja. Der ist doch verloren gerade. Mann, ey, ich muss ja Poster lesen. Warte mal. Sa Rodino für die Familie. Ja, okay, das verstehe ich. Gut Peak. Gut Peak, Bruder. Gut Peak. Der E2 hat auf einmal keine Freunde mehr. Verzeihung. Ach, das ist wieder das? Ja, nee, das ist nicht viel zu klein. Ich denke, ich fahre es mal zurück. Das ist nice, wir können jetzt schön fighten hier. Ach, Rodina ist Heimat? Ach so, ja, dann Heimat, okay. Ich dachte, Rodina wäre von mir, aber ja, ich habe nie Russisch gelernt, leider. Oha, den T-44, Leute, den bumm sich raus. Was war mit diesen Schüssen passiert? Der gehört dreimal Critical. Bing, bing, bing. Oh, ich habe mich verschätzt, glaube ich. Cobra, nein, jetzt doch nicht im Weg stehen, bitte. Ja, sorry, da musste ich den verkaufen kurz, aber... Da war gerade einer geimerickt hinter mir. Danke, Teammates. Support. Ich glaube, ich sollte mich mal... Ne? Und so. Das Objekt ist halt jetzt da alleine. Also an sich ja, aber an sich vielleicht aber auch eher nicht. Nein. Also es kann niemand unspotted drüber crossen, weil der EN-100 da die Ecke hält oder dicht macht. Ah, er steht immer noch da. Seht ihr mal. Geil. 1200 Clip-Potenzial, ne? Dann wollen wir mal. Wollen wir mal gucken. Ob ich das Objekt da rausgeklippert bekomme. Ich hatte in der Schule leider Französisch gelernt. Ich hab's gehasst. Ich hätte gern Russisch gelernt. Aber es kam kein Russischkurs zustande, ja, weil zu wenig Leute Russisch gewählt hatten. Kalestwork. Ach, nee, ist mir zu anstrengend. Scheiße, EN-100. Das war natürlich schlecht von mir, da nicht zu spotten, ja. Das war super schlecht von mir. Aber ja, dem 705er, dem verpasse ich gleich einen richtigen Einlauf dahin.
Zwei Fotos eine große Schatz ist. Nee, ich bin tatsächlich ziemlich traurig, dass ich es nicht habe. Also real talk. Er macht das gut. Hat auch drei Gunmarks, der Kollege, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Guter Spieler auf jeden Fall. Der Boy. So, Renate, ich bin auf dem Weg. Renate, du Granate. Ich versuche dir zu helfen mit der Limonade. Na, wer springt noch nicht auf mich an? Sehr geil. So, Turbo-Modus erstmal, damit ich ausweichen kann. Und ich hoffe, der E100 kommt klar. Renegade hat auch zwei One-Shots vor sich. Das ist fein. Sehr gut. Das war... Oh, beide machen ihren Kill. Ja, klasse. Dann würde ich ja fast sagen, dass wir sie jetzt gewonnen haben. Der E100 mit 700. Na? Ja. Er hat doch nicht mehr 700. Aber er drückt der so. Ja, jetzt ist alles One-Hit für mich. Ich sollte abwarten, wenn der TVP jetzt um die Ecke kommt, dann macht er nicht. Da hatte ich ihn, mein Spray Transfer. Geil, Mann. Schön. Da war er, der Spray Transfer. Ja, geil, Mann. Das ist genau das, was ich meinte eingangs hier, ne? Das ist eigentlich keine schlechte Karte für den Tank, weil man einfach so hin und her weaseln kann, ne? Während man nachlädt, sich einfach wieder verpissen. Nice. Tolle Runde. Oh, Alter, Props an ihn. Renegade mit 5k im 10er-Match. Ja, der muss halt die Ronnies hier mit ihren 0-Damage in der Fach ausgleichen, ne? So, hier gibt es eine Position, in welcher man stehen und runterballern kann. Was zur Hölle soll das, wa? Fuck you, Alter, Arschloch. Ja, Digga, du siehst mich doch hier stehen, oder nicht? Was ein... Monkeys everywhere, wow. Na komm, hier. Der Affe nicht schlau genug, um das zu verstehen, dass ich da tatsächlich mehr Damage machen kann als er auf dem Cross, ne? Er macht einen Schuss, wenn er jemanden crossed. Ich mach 1200. Ich mach's dreifache seines Schadens. What the fuck? Kann Speed-Modus und den VZ von hinten anwenden. Ich weiß nicht, ob die da rankommen, aber falls ja, dann stirbt der VZ jetzt. Leute, wir sollten schon mal ein Base-Dev vorbereiten. Die AFK-Torte, die wird nicht lang durchhalten. Oh ne, der VZ zieht nicht in meine Richtung durch, oder? Zieht in meine Richtung durch. Ja, das hat sich doch gelohnt. Super. Nice, nice. Das war klasse, Mailand. Super. So, Jungs. Gut, dass ihr alle schon bereit steht, um die Base zu deffen. Macht ihr wirklich hervorragend. Mal gucken, wie lange die Tortoise durchhalten kann. Sieh mal, kannst du überall pennen, Mike, oder? Zweimal abgeknallt am Schar.
Jawohl, jetzt ist hier Verstärkung eingerückt. Super. TPP minus. Ach, das ist ärgerlich, dass ich hier mir vom VZ hab beide Schüsse einchecken lassen. Richtig, richtig ärgerlich. Weil jetzt das Gefecht, das wird noch richtig spannend, sage ich euch. Das wird nochmal richtig wild werden. Die wollen jetzt aber hier auch auf einmal durch, hier die Gegner, ne? Weil schön ihre HP loswerden. Melde. Ah, Face, nice. Wollt ihr da erstmal das Haus weg, Leute? CS, der blockt schon wieder den nächsten hier. Ja, richtiger Monkey, der Typ. Keiner möchte das Haus wegschießen. Auf jeden Fall tolles Matchmaking mit diesen ganzen Fortsätze war. Oh. Schade, hat ihn geholt und aus der Mitte da oben. Oh shit. Es fehlt sogar noch ein CC. Ja. Wenn man vom Teufel spricht. Ja, chillt da ganz entspannt halt down. Keine Chance. Okay, der Char ist nicht wirklich clippable für mich, ne? Ist ja der gleiche Char wie hier unten. Ja, der ist entkommen. Krass. Das ist derjenige, ja. Ich könnte jetzt hier hochfahren und versuchen, ihn zu überraschen. Dafür muss aber jeder Schuss sitzen und ich darf mich nicht treffen lassen von ihm. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. CS, komm mal hoch hier, du Monkey. Ah, nein. Der ist gar nicht aufgekommen. Oder der steht hier einfach rum. Nein. Ha? Das ergibt gerade überhaupt keinen Sinn in meinen Augen. Nee, 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 lass uns hier bleiben, mein Guter. Mate, warum rennst du denn jetzt weg? Was? Also, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wir können uns, wir sind perfectly fine hier. Hier ist der Char Mate und der Char Light, mehr nicht. Gibt keinen Grund, hier wegzurennen. Möchte er, dass ich da in den Busch fahre? Alles klar, er möchte, dass ich hinten spotte, ja, makes sense. Er kann oben halten, why not? Ja. Oh no. Die Kavallerie. Wichtig, wichtig, wichtig. Schargamer, Scharfahrer. Stürzt jetzt ab, ne? Junge, was sind das für Fahrer gerade im Gegnerteam? Was die rumeiern? Ich habe gerade den Char gekillt, weil ich gerade gehört hatte im Hintergrund, dass die Maus geschossen hatte. Ich wusste also, dass die im Reload ist. Junge, ey, die Fahrer hier ganz wild aus dem Gegnerteam, wirklich.
Maus sollte ich doch ohne Probleme spotten da drüben. Bedeutet, dass sie hinter den Häusern steht. Okay, CS covert nach da hinten. CS covert A-Long. Ich schau mit. So scheiße die Map auch ist, ne? Es kommt immer wieder zu interessanten Gefechten hier auf der Map. Aha, dann lass mal weiterfahren. Ich hab noch mehr für dich, mehr guter. Deine scheiß hässliche italienische TD-Fresse, Mann. Ach, der Schar stand die ganze Zeit rum. Oh. Schön. Schönes Ding, sehr gut. Jetzt geht's darum, wer schneller zieht hier an der Ecke. Na? Leute, wir können es gewinnen. Okay, 500 HP. Ich meine, wir können auch alle frontal draufhauen. Oh, nice, super. Einer wastet sich, die anderen holen den Kill. Nice Teamwork, guys. Sechziger hat gerade geschossen. Ich meine, ich werfe mich auch rein hier für den VZ. Aber ja, kann ja auch einfach irgendwo einstecken. Oh, jetzt war er verschossen. Jeweils 4 Kills hier, die letzten 3 Überlebenden. Nice. Ja, das war natürlich nicht ganz so geil, ne, der CS da zu Beginn. Ich hab mir schön meine Pose gesucht. Er wollte halt auch seinen Schuss machen, aber sorry, du, wenn dann... Ich meine, klar, wenn da irgendein Even 90 gestanden hätte, der mal kurz ein Pew macht, dann kann ich das verstehen, dass man den wegschiebt. Aber nicht, wenn da ein Damage-Dealer steht, der 1200 Damage da auf den Cross macht, ne. Junge. Okay. Er macht einfach 6k Damage mit seinem Char. Links, ich zeig dir, wie das gemacht wird hier. Ui, ui, oh, hi. Breiten PDA in die Luft zu jagen. Damit leider kein Ammo-Rack, aber ich meine, hey. Ammo-Rack wäre wieder die Cherry on top gewesen. Weiß Vanessa von den ganzen Beziehungen natürlich, sie ist ja auf dem Stream. Sie kennt jeden der 4000 Lover hier. Jeden einzelnen. Und auch jeden einzelnen der ganzen bezahlten Lover. Der Even war in der Mitte offen, der kleine Keimling. Oh, ich bin gespottet, wa? Nee, doch nicht. Okay, das war kurz ein bisschen... Hab ich nicht auf den Busch geachtet. Ja, mal schauen, was der LP hier treibt, beziehungsweise ob er hier noch steht. Das tut mir leid für dich mal wieder. Achso, wir haben Even 90 da, der sniped, der HE sniped. Links. Aber er hat ihn gepennt für 289 mit HE. Keck B. Ihr macht das, Jungs, ne? Ich warte eigentlich drauf, dass da drüben noch was aufgeht. Aber ich lade einfach mal nach. Schön. Souverän, der Lynx. Ganz souverän. Geil geschehen. So, ich gehe mal hier diese kleine Ratte ausfindig machen. Und unsere Heavys sind alle tot. Naja, immerhin haben sie 2 Minuten durchgehalten. That's what she said.
Schöne Hits, Leute. Sehr gut. Kriegt er den raus? Was ist das für ein Heavy? Ah, ein IS-3, der ist wahrscheinlich oben gespawnt, ne? Nicht oben gespawnt, nein. Ich will doch jetzt nicht da auf so einen Light snipen, oder? Wenn der Z kommt, allerdings mal. Na, jetzt mal. Alles safe, okay. Okay, ich denke, das ist noch nicht verloren. Wir haben ja noch einen starken Sniper IS-3 da oben. Der jetzt snipen wird, genau. Und ich denke, um das zu gewinnen, müssen sich halt unsere Leute da rausziehen. Und wir müssen das über die andere Flanke spielen. Das heißt, dass dieser Skoda einfach nur wegrennen muss, was das Zeug hält. Ja, ich lade gerade nach. Das ist blödes Timing. Skoda, ich kann dir in 15 Sekunden helfen, aber bis dahin nicht. Ah. Gesehen, dass ich offen bin, weil dieser IS-6 mich so angeglotzt hat. Und nicht er schon wieder, Mann. Okay, Udes. Du bist Udes und IS-3. Ihr seid meine Hoffnung. It's not lost yet. Come on. Ganz wichtig, immer Teammates motivieren bei solchen Aktionen. Ganz, ganz wichtig. Du. Fall back. Spot. Teammates motivieren und den Armchair General machen. Ja, was sie machen müssen, ist ein bisschen Deckung, Junge. Der ist komplett offen. Fahr hier hinter den Hügel oder irgendwas, mein Bruder. Oh, sag mir nicht, dass er schon gespottet ist. Don't tell me that, mate. Ja, er ist schon gespottet. Super. Subi. Ich versuch mal hier einen alternativen Schusswinkel zu bekommen. Ich hoffe, dass E1 und so noch nicht hier unten sind. Vorstellen, dass der so schnell ist. Jawohl, super. Oh, nur einer trifft. Das ist so. Oh, ich komme ran. Jetzt. Jawohl. Schön. Einer hat getroffen. Oh Gott. Ja. Er macht das gut. Einfach weitermachen. Ist fein. Die Heavys stehen alle da drüben. Die sind langsam. Die kommen erst vorerst da auch nicht weg. Sehr gut. Schön. Wir haben HP-Vorsprung. Wäre verrückt. Oh ja, wahrscheinlich schon. Ja, er steht da jetzt wie ein Fels in der Brandung. Da werden wir wirklich nicht durchkommen. Und die Leute sollten ihn einfach ignorieren, weil der macht da nichts. Und ich würde jetzt mal tatsächlich auf die andere Flanke rotieren. Oh, schön. Okay, never mind. Der IS-3, der pennt den. Was hat der für einen krassen Skin? Oha. Was hat denn der für einen Skin, Leute? Ist der silbern? Ist das... Ach, das ist dieser Terminator-Karma, oder? Ein bisschen weiter rauskommen. Von hier könnte ich aber schießen, ne? Er sieht mich nicht. Oha. Super, die Kanone, Alter. Feuerkraft des Todes. Also, erst gar keiner und dann alle drei. Super. Ja, ein Gay. Das tut manchmal echt weh. Du siehst mich nicht mehr? Er meint's ernst. Schöner Track. Ich halte euch den offen für immer, Leute. Ich halte euch den für immer offen. Ich renne weg. Alles gut, Team. Alles gut, alles gut.
Ich ignoriere ihn und... Low Ammo. Ach Leute, der Udes müsste eigentlich nur hier rüberkommen, dann kann er den noch beschießen, nicht? Ich muss halt 3 Schüsse auf ihn verschwenden. Na kommt. Jawohl, je weiter er zurückfährt, desto besseres Schussfeld sollten unsere Leute haben. Oh, der Udes hat ein zweites Mal verschossen, ne? Komm mal, Udes. Streng dich an, mein Guter. IS-3, du kannst auch probieren, dabei. Udes! Oh, ich guck schon wieder in die andere Richtung. Hallo? Nee, hä? Alter. Meine Güte, Mann. Nee, nee, der Glitch, der geht nicht raus. Gefixt. Ich kann natürlich jetzt versuchen, ihn rauszunehmen, ne? Oh ja, das versuche ich mal. Oh ja, der macht ein guter Winkel auf ihn. Ganz wichtig. Okay. Oh. Ich denke, wir holen erst den TNH raus, ne? Und weiß nicht, bei den anderen, also... Weiß nicht, wie wir die anderen killen... Also. Okay, Challenge jetzt. Die beide so, aufreihen, dass ich die mit einem Spray Trance verkillen kann. Oh, oder den einen killen, genau, den anderen wegrammen. Die ISO steht hinter dem Gebäude. Der E1 steht wahrscheinlich auch noch hier hinten, hinter dem Gebäude. There you go, guys. Okay, wenn ich von hinten ranfahre, habe ich die beide in einer Linie, ne? Ah. Hätte eher kommen müssen, Udes. Okay, der ist One-Shot. Das heißt, setz 2 vorbei und den letzten halte ich dann rein in den IS, richtig? Well. Ja, ich meine, was erwarte ich auch? Natürlich werde ich seinen Turm durchschlagen. Working just as intended. Ups. Ja, ist es ungewohnt, ne? Man denkt, man stellt sich das so einfach vor mit dem Transfer, aber das ist eine Sache, die man noch nie in WoT machen musste. Das ist eine komplett neue Mechanik. Und deswegen war ich gerade komplett lost, obwohl ich genau wusste, was ich machen wollte. Oh ey, guck mal hier, nur 10.000 Miese. Ist doch gut für ein Premium. Fette Runde. Naja, IS-3 hat nicht viel gemacht, du, aber immerhin war er dabei. 2 Kills, du. Destroyer 7-8. Schönes Ding. Da spreche ich nicht von Skill-Matchmaking. Weil du brauchst kein Skill-Matchmaking, wenn du ein zweistufiges Matchmaking hast. Klar, wird es immer noch unausgeglichene Lineups geben. Aber es ist nicht so, dass 2 Nonner in dem einen Team die 7er aus dem Gegnerteam komplett dominieren können. Weil deren 9er wiederum gar nichts raffen. Stille. Wow, Leute. Gute Hits. Wahnsinn. Ich bin beeindruckt. Damn. Jetzt aber schleunigst weg hier, du, bevor ich... I don't know. Irgendwem rausgejodet werde. Was macht er da? Even könnte da im Haus stehen. Ich glaube, er liegt auch irgendwas. Ne? Also ist irgendwas umgefahren. Wenn ich jetzt aufgehe, dann weiß ich, dass er da steht. Na, warte mal. Vielleicht doch.
Das wäre Alternative 2-Stufe. Ja, natürlich, du. Also nur einstufig verstehe ich. Das wird auf Dauer vielleicht zu langweilig. Aber 2-Stufig ist völlig fein. Der Unterschied zwischen 2 Stufen, gerade zwischen Stufe 5 und Stufe 7, zwischen Stufe 6 und Stufe 8 oder zwischen Stufe 7 und Stufe 9 ist einfach viel zu groß. Was sagst du mit einem 7er gegen einen 9er Heavy? Den kannst du dumm angucken, mehr auch nicht. Krass, dann sollte ich doch einfach ohne Probleme da aufmachen können. Oha, oh, die kommen jetzt wie aus dem Nichts hier reingeschossen, die Gegner. What the fuck? Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwie helfen kann hier an der Stelle. Wieder Clip Mailand. IS-3, du machst das schon, ne? Ist nur ein 2684. Lass den Jagd, der da hinten an der Redline. Ist 2684 wieder rein, Junge. Alles voller Fahrt. Der Typ, der hält einfach seine W-Taste gedrückt. Ah, jetzt hat er die Schelle von Jagd kassiert und jetzt ist der Spaß vorbei. Well, I'm sorry, not sorry, mein Guter. Ja. Sehr schön. Und ich werde jetzt, glaube ich, hier gut helfen können. Okay, da hat sich das Gegnerteam einmal selbst entsorgt. Und ich meine, der Unterschied ist wahrscheinlich bei 6er und 8er am größten, weil halt die meisten 8er leider keine 8er sind, sondern mindestens Tier 8,5, wenn die sogar fast schon Tier 9 sind. Versteht ihr, was ich meine? Einfach finster. Oha. Das ist so frech, das Ding, Mann. Krass, 5K Combine schon, let's go. Vorstadt Faultät, das ist sehr selten, dass das so super unausgeglichen ist. Und ich meine, du reduzierst halt auch diesen Vorteil bzw. diese Unausgeglichenheit, indem du einfach jedem Panzer weniger Macht gibst. Beziehungsweise dafür sorgst, dass die Macht ausgeglichener ist, der Einfluss ausgeglichener ist auf beiden Seiten. Und das machst du, indem du... World of Tanks Spieler. Indem du halt für alle ähnliche Chancen herstellst. Der TP, der steht jetzt entspannt, oder was? Jagd, möchtest du mir verraten, warum du da hinten rumdümpelst? Nice one. Uff. Oh mein Gott. Böse, böse, böse. Ich werde gleich mal versuchen, den Leo zu pikern. Überrascht. Okay. Ich meine, ich versuche ihn zu baiten. Genau, da kann mich der Jagd reinschießen. Jagd? Doch nicht. Da hat er nur einen gemacht. Als ob er jetzt an mich rankommt. Junge. Er steht da, der Typ. Ganz entspannt steht er da rum. Juckt keinen. Leute? Also, IS-3 ist traumatisiert. Das verstehe ich, ja. No front an Ding. 93, du darfst jetzt auch mitspielen. Interesting. Ah, das ist der. Der wird gleich nochmal schießen und dann gibt es von mir noch ein schönes Kleberchen ins Schleberchen.
War nur eine Frage der Zeit. Oh. Maximaler Disrespect. Gegner Amoreken und dann über den Turm drüber fahren. Ah, krass, wie weit ist er denn schon zurück? Ja, fette Runde, Mann. Schade, wird sicherlich irgendwo hier lauern. Genau da ist er. Puh. 7598. I take it. Schönes Ding. Also, um das mit dem Matchmaking nochmal zusammenzufassen. Zwei grundsätzliche Probleme. Zum einen, du hast als minus 2 zu wenig Macht, beziehungsweise als plus 2 zu viel Macht. Ich glaube, das versteht jeder, kann jeder nachvollziehen, oder? Dazu kommt, oder darauf aufbauend, ist es halt sehr oft einseitig. Da es kein skillbasiertes Matchmaking gibt, das heißt, dass gute und gute Spieler nicht gegeneinander gematcht werden, sondern das rein zufällig passiert, kann es halt passieren, dass du, wenn du auf einer Seite 3 Neuner hast und auf der anderen Seite nur 3 Neuner hast, der Rest 8er und 7er, dass du auf der einen Seite 3 gute Spieler, auf der anderen Seite 3 schlechte Spieler hast. Und dann ist natürlich klar, wie das Gefecht ausgeht. Wenn du jetzt aber das dreistufige Matchmaking entfernst, dann hast du automatisch mehr Neuner und mehr 8er im Spiel. Und die 7er fallen weg, die sowieso keinen Einfluss haben in der Runde oder nur sehr geringen Einfluss haben. Und somit wird diesen Top-Tiers mehr Einfluss genommen und allen anderen mehr Einfluss gegeben. Und dann löst sich das Problem nicht ganz von selbst, aber es wird zumindest ein Stück weit, wie sagt man, gemildert. Gemindert. Wie auch immer. Versteht ihr? Nee. Schade. Skoda, Kurzausfall auf Hard. Was für sie? Ah, der Char ist mad. Ja. Char ist mad und vor allem ist er auch dead. Dammit, wie hat der Skoda denn diesen Schuss connected? Ich bleib mal hier, glaube ich, ne, weil unser Team Hilfe braucht. Sowieso, also unser Team wird ja einfach sterben, glaube ich. Jetzt kommt die E75 hier rein. Ach. Ich bin zipp. Kann ich durch? Unspotted? Das Arschloch hat nur einen drin. Ich warte, vielleicht muss ich nicht schießen. Hat er extra gewartet, um mir noch einen Schuss zu drücken. Sack. Warum der TNH abhaut, verstehe ich nicht. Wir hätten das gut halten können hier. Weil der Schar hier kommt. Ich dachte, er hätte zweimal geschossen. YOLO! Was ein Vogel, Alter, ey. Was ein Vogel, der Typ. Fuck you. Taktisch ausgebremst. Meint er, die TDs in unserer Basis, die verstehen, was hier gerade passiert? Oder wo guckt denn der Hinterchariot hier? Er hat 100 HP, bin mir nicht so sicher. Er rangiert da gerade. I don't know. Gefällt die Position überhaupt nicht. Das ganze Game hier gerade überhaupt nicht. Was ist denn hier los? Er hatte eine Mission, ja. Die Mission lautete, sich zu wasten. Oh, er wird ja gleich stuck sein, oder? Richtig. Und er kriegt die Knifte nicht hoch. Ja, er macht aber den Kill noch. Ihr erinnert euch, ne? Da häng ich letzte Woche. Versucht nie darunter zu fahren. Ihr werdet immer dort so eingeklemmt. Das ist mal richtig ekelhaft.
eins zu eins dasselbe ist mir letzte Woche passiert. Ich fahre dich von hier mit links. Nee, wo kommst du her mit deiner Kurve? Wie jodelwillig die Jungs da in der Mitte sind. Die mit 300 TN haben. Ja, das ist für eine Clownrunde, ja. Ich meine, es ist ein Marathonsonntag. What do you expect? Einen Clip könnte ich ja versuchen. Ne? Nee, nee, lass das mal. Der baitet mich, ne? DNA gönnt sich. Nimm ihn. Schönes Ding, Mann. Sehr schön gemacht. Ich lade mal. Super. Ah, drehen wir die Runde noch, ne? Das sah gerade echt nicht gut aus für uns, aber jetzt ist fein. Vorsicht, die Cobra könnte da oder da lang kommen. DNA. Ich fahr mal in die Mitte. Leute, da. Cobra ist auch da drüben. Mache ich jetzt einen Giga-Chat-Flanken-Move hier, oder? Ja gut, der E75 ist da hinten. Ja, ja, kommt Leute, ich fahre jetzt einmal drum rum hier um die Johnnies. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Cobra nachlädt oder nicht, oder was auch immer die macht. Aber der Hauptgewinn wäre jetzt, wenn die da ihr Magazin leert und dann wegrennt. Einen habe ich gerade gesehen auf dem VK. Zwei, schießt Heat. Drei. Und TNH chased schon. Warte mal rein da. Hey Cobra, na mein Süßer. Ich hab was Feines für dich. What the f... Ich kann den gar nicht pennen frontal, sehe ich gerade. Kann ich das nicht tanzen? Kann er doch. Schönes Ding, Mann. Klasse gemacht. Das hat Spaß gemacht mit ihm hier. Schönes Ding. Sind nicht durch, ne? Ich glaube, wir beiden müssen hier die Runde carryen. Sind die einzig beiden mit Verstand, wa? Wie mich das Ding angeglotzt hat, Mann. Ich lade zwar nach, aber geh mir aus dem Weg. Okay, also da komme ich nicht ran, gar keine Chance, ne. Im Waffel Johnny komme ich ran, aber da kommt so weiter. Ach, ja, falls er da hochfährt, komme ich ran, ja. Kann es hier sein, dass ein Even gleich hinter mir aufkreuzt oder sowas. Nee, da geht noch, wa? Okay, da ist wirklich kein Rankommen. Ich kann natürlich Hardcore einfach runterdroppen und hinter die jodeln. Ich sehe halt auch niemanden, ne? Da ist Hahn mit kurzem Waffenträger mit seiner HE. Ach komm, was ist? Ich überlege manchmal zu viel. Was ist das? Der Waffenträger im Gegnerteam ist auch so ein Spieler nach dem Motto, ach ja, ich habe ja noch ein HP, da kann ich ja noch mal pieken. Ach, siehst du, ich habe ja noch ein HP, da könnte ich ja noch mal pieken. Ah hier, ich bin immer noch nicht tot. Ja, da pick ich doch nochmal. Als ob ihr beide hier hinten steht und wartet. Nicht euer Ernst. The fuck. Gehen wir mal nicht auf den Sack da mit dem Leib, Mann.
Nischenlücke. Die sogenannte Gamerlücke. Das war knapp. Ups. Damn it. Der 230 Alpha. Der killt mich nicht, ne? Ich lade nochmal nach. Und ich fahre einmal rum. Noch ein voller PI drin. Was macht er da hinten die ganze Zeit? Oh no, 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 no. No, 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 no. Ah, aha, aha, aha. Das habe ich gesehen. Den Baum hat nicht der SH umgefahren. So viel ist klar. Schön drei Schüsse ins Wrack, du, so muss das. Ja, komm mal ran mit dem. Schönes Ding. GG. Schöne Runde. Nice. Alter, meine Hände sind übel kalt. Gibt's eigentlich mittlerweile beheizte Gaming-Tastaturen? Safe, wa? Ich mag grad das erste Mal, was es für ein Luxus ist, im Auto ein beheiztes Lenkrad zu haben. Ich habe das immer an, auch wenn es warm ist. Ich habe es immer an, einfach weil es so angenehm ist. Oh, Junge, GG an den Kollegen, Mann. Da muss ich direkt mal schreiben. Bekommt ein Küsschen von mir.